willkommen, André Riehl, zum Interview. Ich bin immer noch völlig überrascht von der wunderschönen Kulisse. Wir sind hier bei dir eingeladen auf dem Schloss. Und wie lange hat es gedauert, bis es so schön aussah wie jetzt? Oh, ich habe lange daran gearbeitet, weil ich arbeite noch immer dran. Also wenn ich kein Musiker wäre, wäre ich Architekt, weil ich liebe das Bauen und ich kann auch ein Haus bauen selber. Auf Tour heißt, du warst ja auch in Dänemark. Wir haben ja vor ungefähr 3 Jahren das erste Interview gehabt. Und das war in München und seitdem ist ja in Dänemark einiges passiert. Da warst du ja auch unter anderem auf Tour. Erzähl mal, was ist in Dänemark passiert? Du meinst, was ist in Dänemark passiert? Nachdem wir in Dänemark dich bei DK4 vorgestellt hatten, da gab es ja dann schon auch Konzerte in Dänemark. Du hast jetzt Fans in Dänemark. Ah, so, verstehe. Ja, da ist das nach unserem Interview, logisch, mit so einem schönen Interview, ist das alles explodiert da in Dänemark und die haben... Das ganze Publikum hat immer geschrien, Katharina, wo ist Katharina, wo bleibt? Also nächstes Mal musst du mit auf die Bühne. Gerne. Und würdest du sagen, dass du ein Träumer bist? Ich bin ein Träumer, ja. Ja, ja. Das war ich schon als Kind. Meine Eltern haben gedacht, wir haben 6 Kinder, aber die André, das ist ein Problem, der André, das ist so ein Trauma, das wird nie, da wird nie was draus. Und da ist trotzdem was geworden. Und was haben deine Eltern dazu gesagt, zu deiner Karriere? Also, mein Vater ist eigentlich, genau bevor ich meinen Durchbruch hatte, ist er gestorben. Er hat das nicht mehr erlebt. Mhm. Und meine Mutter, ich habe nicht so eine ganz glückliche Jugend gehabt. Meine Eltern, die waren so, wie ich sagte, das ist nicht so schön für einen Junge, wenn die Eltern sagen, der Junge, das wird nichts. Also ich war ziemlich unglücklich und dann habe ich Marjorie begegnet und da sofort, sie war meine Rettung. Das war dann, ich durfte von Marjorie träumen und das ist sehr wichtig. Also stimmt es doch oft, dass hinter so einer starken Persönlichkeit auch immer eine sehr, sehr starke Frau steht. Oder eine starke Frau oder eine weise Frau oder eine liebe Frau, das so alles zusammen, das ist wichtig, ja. Ja. Wow, das heißt, die Lehre für dich daraus ist welche dann? Dass ich das nie mehr mache. Das Ding liegt im Lager und eines Tages wird das verkauft. Weg damit. Okay. Traum weg. Aber das waren schöne Konzerte. Und ich habe es getan, einmal im Leben. Ja, ich denke, wie war das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, das erste Mal? Ja, das war riesig, das war unglaublich. Das waren Emotionen. Ich glaube, das war in Toronto, da war der Tryout. Also musst du gucken, nicht hier in Maastricht, nein, in Toronto, weil das war der einzige Saal, wo das Ding reinpasste. Und für Dänemark im nächsten Jahr freuen wir uns riesig auf deinen Besuch. Auch, dass die letzten Jahre so gut gelaufen sind. Und ja, sind sehr, sehr dankbar, dass du uns hier zu deinem Nachhause eingeladen hast. Gern geschehen, natürlich. Es ist eine Traumkulisse für ein Interview und es war ein sehr nettes Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön, Katharina. Gerne. Dankeschön.